Montag, der 21.10.2019 und ich begrüße euch zum ersten Video unserer Videoreihe. Um was es geht, erfahrt ihr gleich. Hallo, ich hoffe, es geht euch gut. Und heute ist das erste Video dran. Der Thema Hafen. Hafen von Stettin. Ja, wir haben Bilder, wir haben Videos und wir haben mehr. Bleibt dran und nicht vergessen, abonnieren und das Glöckchen drücken, so verpasst ihr keine Videos mehr. Odir.com. Liebe Freunde, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick gesehen, wie es am Hafen von Stettin hier ist. Ja, ihr habt gesehen, man kann eine Hafenrundfahrt machen. Ihr habt gesehen, es gibt auch eine Kirmes. Ja, die gibt es sogar regelmäßig im Sommer, also fast jedes Wochenende. Und ihr habt auch gesehen, es gibt viele Restaurants. Restaurants ist morgen das Thema. Morgen erst. Möchte ich jetzt nicht darauf weiter eingehen. Hafenrundfahrten. Ja, ihr seht gleich noch ein paar kleine Videos im Schnelldurchgang von der Hafenrundfahrt und natürlich auch von der Kirmes. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Bildern. Wenn ihr nach Stettin kommt, besucht mal den Hafen von Stettin. Ihr werdet es nicht bereuen. Kommt bitte am Wochenende, weil nur am Wochenende sind die Veranstaltungen. Ja, kommt am Wochenende, seht euch die Bilder an, seht euch die Videos an. Die Videos im Schnelldurchgang. Bis gleich. Odir.com. Odir.com.
es freut mich, dass ihr noch dabei seid und herzlich willkommen zurück. Wir reden etwas über den Hafen von Stettin. Wobei, richtig Hafen ist es ja nicht, wenn man das genau nimmt. Weil der große Hafen, da müsst ihr entweder jetzt mit dem Schiff rüberfahren oder mit dem Auto einen großen Bogen. Ja. Wenn ihr den Hafen kennenlernen wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall die Hafenrundfahrt für sage und schreibe 25 Slotties. 25 Slotties ist nicht die Welt. Die Rundfahrt dauert so circa 2 bis 2,5 Stunden. Ja, fährt unter anderem auch deutschsprachig, in Polnisch ist klar und in Englisch. So weitere Sprachen weiß ich jetzt selber nicht, aber Deutsch, Englisch und Polnisch. Ja, ist ein kleines Bordrestaurant. Ihr könnt dort Speisen zu euch nehmen, alkoholfreie und alkoholische Getränke. Ja, der Kapitän, das ist auch einer, der ganz, ganz lieb ist. Ja, wenn ihr höflich fragt, ihr könnt mal auf die Brücke gehen und ihr könnt euch einfach mal ein paar Fotos machen von der Brücke. Ja, wo sind die Bilder? Da oben. Komm mal runter, ja. Ja, komm mal runter. Da bin ich wieder. Genau. Eben habt ihr Bilder gesehen von der Brücke, vom Schiff. Fragt den Kapitän. Er spricht auf jeden Fall fließend Englisch. Polnisch auch, ist klar, ist die Muttersprache. Muss er ja können, Polnisch. Ja, er ist ja polnischer Landsmann. Und auch etwas Deutsch. Geht hin, fragt ihn, ist es möglich, dass ich mal ein paar Fotos machen kann von der Brücke? Meine Tochter oder mein Sohn oder meine Kinder, je nachdem wie, Einzahl, Mehrzahl, würde ganz gerne mal auf dem Platz sich hinsetzen beim Kapitän. Ja, auch das ist kein Problem. Und das Schöne ist, der Kapitän ist nicht mal bei euch, wenn ihr auf die Brücke geht und die Fotos schießt. Ja, aber tut mir einen Gefallen, wenn ihr mit den Kindern da seid, hört auf, an Knöpfen zu spielen. Und das kommt nicht gut. Der Kapitän nimmt euch und ab über die Reling. Das heißt nicht, ihr geht zu Fuß von Bord. Nein, ihr werdet über Bord geschmissen. Ins kalte Wasser. Spaß beiseite, natürlich nicht. Aber bitte keine Knöpfe drücken. Ja, so, Kirmes, wie gesagt, ihr habt die Bilder gesehen, ihr habt auch die Videos gesehen. Und wenn ihr die ganzen Videos in voller Länge und in normaler Geschwindigkeit sehen wollt, geht mal auf die Playlist. Ja. Jedes einzelne Stück, was ihr dann in den Videos gesehen habt, ist nochmal in originaler Länge und mit normaler Geschwindigkeit zu sehen. Also, Playlist drücken, guckt euch die Videos an. Weiter geht's, Hafen von Stettin. Ja, es gibt ein paar Veranstaltungen, die sind dann oberhalb und zwar nicht unten am Wasser, sondern oberhalb. Ja, haben sie einige Veranstaltungen, da werden verkauft unter anderem Schmuck. Meistens ist das Fake-Ware, das ist also meistens Modeschmuck. Es gibt natürlich auch welche, die haben echten Schmuck. Ja, auch günstig. Nicht zu teuer, nicht zu billig. Nein, es ist keine heiße Ware, es ist wirklich alles Originalware. Keine geklaute Ware. Ja, das Gerücht möchte ich nicht hören. Ja. Dann gibt es natürlich noch einige Stände, da könnt ihr Lebensmittel kaufen. Ja, auch super günstig. Selbstgemachtes, hausgemachtes Brot, selbstgemachte, hausgemachte Wurst. Dann gibt es noch welche, die haben eine Bienenzucht, die verkaufen hier super günstig Honig. Ein Glas Honig aus eigener Produktion für zwischen 8 und 12 Slotties, je nachdem wie groß das Glas ist. Je nachdem welchen Honig ihr haben wollt. Mit Waben, ohne Waben. Alles ist dabei. Eier könnt ihr kaufen, die kommen frisch vom Bauernhof. Und die Eier, die sind frisch. Richtig frisch und richtig groß. Ja, wenn ich sage, jetzt mal bei meiner Körperfülle, ja, ich brauche morgens zum Frühstück 4 Eier, habe sie mir beim Aldi Penny Netto gekauft, dann reicht das eigentlich, wenn ich hier ein Ei habe zum Frühstück. Ja, weil ein Ei kann ich also gut 2 Brötchen mit belegen. Ja, so, wie das jetzt aussieht, wenn das jetzt oberhalb eine Veranstaltung ist, seht ihr hier. Na, kommt rüber. So, das waren jetzt einige kleine Bilderchen nur. So. Was ich euch noch sagen möchte zum Thema Hafenrundfahrt, ist unten in der Beschreibung verlinkt.
mit vielen Informationen über die Hafenrundfahrt. Ja. Falls euch das interessiert, drückt drauf auf den Link. Ja. Jetzt muss ich jetzt wirklich lügen. Polnisch ist klar, Englisch, Deutsch ist möglich. Ansonsten gibt es einen Google-Übersetzer. Der schlägt ja vor, wenn die Seite auf Polnisch ist und Deutsch nicht auszuwählen ist, Seite übersetzen, dann klickt ihr auf Ja, dann habt ihr sie auch auf Deutsch. Ja, wie gesagt, unten in der Beschreibung ist der Internet-Link. So. In den Videos habt ihr auch noch gesehen gehabt, es gibt auch einige Restaurants, aber das Thema ist morgen dran. Morgen das Restaurant, ja, Columbus. Morgen erst bitte. Nicht warten, bis wir jetzt ein Restaurantvideo hier drehen. Morgen ist es dran. So, das nächste Thema sind sogenannte Food Trucks. Wer kennt sie nicht? Food Trucks. Made in USA. Ja, überall kann man was essen. Currywurst, Burger etc. pp. Ja, hier in Stettin gibt es auch diese sogenannten Food Trucks. Ja, da könnt ihr kaufen Pizza. Sehr gute Pizza. Könnt ihr kaufen Süßwaren. Ihr könnt Eis kaufen. Und Kaffee. Der Kaffee kostet zwischen 8 und 10 Zlotys, der Becher, aber er schmeckt sehr gut. Kräftig und gut, so wie ein Kaffee gehört. Ja, also riecht euch jetzt nicht über die 10 Zlotys auf. Ja, das sind summa summarum 2,50 Euro, wenn überhaupt. Ja, eher etwas weniger. Ja, bedenkt dran, ihr seid am Hafen, ihr habt super Aussicht, ja, und das Personal ist super freundlich. Ja, und zum Kaffee gibt es meistens immer noch eine Praline, einen Keks dazu. Ja, und die Damen, wunderschöne Damen. Wirklich sehr nette Damen. Solltet ihr natürlich jetzt kein Deutsch, kein Deutsch ist klar, ich meine, wir sind ja Deutsch, wir können das Deutsch. Solltet ihr jetzt der polnischen Sprache nicht mächtig sein und die gegenüber der deutschen und englischen nicht mächtig sein, wir helfen euch. Sie wissen ganz genau, was ihr wollt. Ja, also. Seid freundlich, geht hin. Ja. Wenn ihr einen Kaffee haben wollt, Kaffee heißt Kava. Ein schwarzer Kaffee ist Kavajanga. Ja, Kaffee mit Milch. Ja, was heißt Milch? Googelt doch mal nach. Ja, ich sage euch doch jetzt nicht alles. Ich bin doch hier kein Polnischlehrer. Ja. Die Bilder vom Foodtruck, wie gesagt, kommen da oben. So, ich hoffe, das Video hat euch so einigermaßen gefallen. Daumen nach oben, abonnieren und das Glöckchen drücken. Nur wenn ihr das Glöckchen drückt, kriegt ihr immer wieder Info, wann das neue Video da ist. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen am Dienstag geht es um das Restaurant Columbus, Christopher Columbus. Auch am Hafen von Stettin. Aber wir nehmen nicht nur das Restaurant Columbus, es gibt auch noch ein gutes Steak-Restaurant, ist auch noch am Hafen, nicht weit auseinander. Naja, was heißt nicht weit? 800, 900 Meter ungefähr. Luftlinie. Ja. Und dann haben wir dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag die Einkaufszentren. Ja. Freut euch schon mal auf das, ja, Galerie Hove des Tujen. Ja. Auch da haben sie am Wochenende, zu den Sommermonaten, jedes Wochenende Veranstaltungen. Auch in den Wintermonaten gibt es Veranstaltungen, das ist dann oben auf dem Parkdeck. Freier Himmel im Sommer. Im Winter haben sie das komplette Parkdeck, das erste Obergeschoss gemietet oder die Hälfte vom ersten Obergeschoss. Ja, dort bekommt ihr als erstes ein Freibier. Das ist schon mal gut. Meistens, wenn große Veranstaltungen sind, wie zum Beispiel eine Tanzveranstaltung, Musikveranstaltung, Live-Übertragung etc. pp., dann könnt ihr sogar Glück haben, dass ihr ein Burger-Menü plus ein Getränk gratis kriegt. Es lohnt sich wirklich. Seid dabei mit den neuen Videos. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Mittlerweile ist es dunkel, weil die Videos drehe ich ja vor. Dann sage ich jetzt einfach einmal do widzenia. Wir sehen uns morgen. Hier in Stettin. Und wenn es nur bei YouTube ist.
Also, schlaft gut, macht es gut und wir sehen uns. Dorigenia, bye bye und tschüss.